Am 7. November wurden in Innsbruck die Ergebnisse des Rankings Best Ski Resort 2012 präsentiert. Gesamtsieger der internationalen Studie ist das Tiroler Skigebiet Serfaus Fisladis vor den beiden Schweizer Resorts Saas Fee auf Platz 2 und der Aletsch Arena. Die Freude ist riesengroß, ich glaube, man sieht es uns beiden an. Was macht es aus? Wenn man das aufschlüsselt, kann ich sagen, wahrscheinlich die Einheit, die wir darstellen, wie our family. Das ist tief in unseren Herzen verwurzelt, bis zu jedem Mitarbeiter, muss man auch sagen. Die Freundlichkeit schlussendlich, die von unseren Mitarbeitern dann auch direkt dem Gast gegenübergebracht wird. Dann viele, viele Basics, die wir erfüllen und natürlich auch die vielen Wow-Effekte, die der Gast mittlerweile am Berg erwartet. Die USPs sind ganz ein wesentliches Merkmal, glaube ich, für die Einzigartigkeit, eben, die wir darstellen. Und da haben wir ganz viele, sei es erste Spur, also in der frühzeitigen Aufstellung mit unseren Gästen, exklusiv mit 30 Personen maximal das Skigebiet zu ergründen in der Früh schon, ist ein einmaliges Erlebnis. Oder in der Genussgondel zu sitzen, das kleinste Restaurant der Welt nennen es wir natürlich, ein 5-Sterne-Menü zu genießen, ist natürlich ein Wahnsinn. Und so gibt es viele andere Geschichten, eben, die uns wirklich unterscheiden zu anderen und auf die wir auch sehr stolz sind. Best Ski Resort ist eine unabhängige Kundenzufriedenheitsstudie, die im Zwei-Jahres-Rhythmus von der Mountain Management Consulting durchgeführt wird. Es ist natürlich hochjauchzend, wenn man anschaut, wir sind natürlich von diversen Unternehmungen natürlich in diesem Bereich natürlich konfrontiert mit Zermatt und mit anderen ganz großen Destinationen. Und wie wir jetzt eigentlich in den letzten 2 Jahren gearbeitet haben, dass wir Schritt für Schritt nach vorwärts kommen. Es ist ein kleines Dankeschön, wo viel, viel Arbeit dahinter steht und vielleicht nicht nur ein kleines, sondern ein ganz großes Dankeschön. Und mich freut es, dass der Gast das spürt, aber ich möchte auch nicht verhehlen, dass wir noch einige Hausaufgaben machen müssen. Ja, wir machen vieles richtig und das hat uns natürlich sehr, sehr gefreut. Wir haben ein super Skigebiet, eine super Natur und ich denke, eines unserer guten Punkte, die wir haben, ist sicher auch das Ski in Ski Out. Man kann wirklich vom Bett quasi auf die Skier und das ist eine super Geschichte bei uns. In der Wintersaison 2011-2012 wurden dabei 41.846 Skifahrer und Snowboarder in 55 Top-Skigebieten in Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich und der Schweiz hinsichtlich ihrer Zufriedenheit und Priorität befragt. Ja, es ist einmal, dass man mal diese 40.000 mal überhaupt einmal irgendwo in einen Kasten hineinbringt, das überhaupt auszuwerten, sage ich mal, ist eine Herausforderung gewesen als erstes. Erkenntnisse, ich glaube, die Branche muss weitermachen, oder sie müssen schauen, dass sie an der Qualität, weil einfach der Wettbewerb verstärkt ist und ich glaube, wir setzen halt damit Zeichen und geben Benchmarks und Daten und Informationen, dass sie Hilfsmittel haben, dass sie einfach wachsen können für ihre neuen Produkte, die sie machen müssen und ich glaube auch der Rahmen, dass da die Besten untereinander sich auch wiederfinden, ich glaube, ist ganz auch entscheidend, dass ein bisschen eine größere Gruppe ist, die daran arbeitet und jetzt die Prämierung ist dann schon eine Wertschätzung für die Leute, dass sie sehen, dass sie im richtigen Weg sind und die Werte sind ja auch gut und die Branche wächst und da wollen wir auch mit Motor sein. Damit ist Best Ski Resort die größte und aussagekräftigste On-Mountain-Umfrage im Alpenraum.